Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Rumble. Ja, das ist ein neuer Modi auf meinem Server. Und das Spiel geht so. Also wir müssen in der Terminal natürlich einen Gast dabei. Und das war der T-Rax. Hallo. Ja, wenn die manchmal doppelt hört, daran, dass es einfach auf PS4 sehr schwer aufnehmbar ist. Es tut mir leid. Ja, aber wir machen jetzt aber weiter. Ich habe lange kein Video mehr gemacht. Das ist alles klar. Ist auch ein bisschen traurig. Aber ja, ich will halt ein bisschen erstmal, wie gesagt, mich erstmal ein bisschen vorbereiten. So, wisst ihr alles. Schule. Da gibt es halt Wichtigeres. Und außerdem hatte ich einfach keinen Bock, einfach ein Video aufzunehmen. Ob ich eigentlich schon mehrere Videos aufgenommen habe, habe ich sie einfach nicht geschnitten, weil die schon denken, oh mein Gott, das Video war so scheiße. Ja, könnt ihr mir halt verstehen, ne? Deswegen habe ich einfach mal das hier aufgenommen, weil es hochgeladen wird. Heißt, es ist ganz einfach. Wir haben es geschafft. Natürlich wird das ein bisschen cool oh Gott, überarbeitet. Und jetzt erkläre ich euch natürlich die Regeln. Das simple Spiel ist ganz einfach zu erklären. Es spawnen hier random Items und man hat 10 Minuten Zeit. Ich gucke natürlich auf die Uhr, auf den ich aufnehme. Wie viel Sekunden hat man Zeit? Also 10 Minuten hat man Zeit, sich aufzubauen mit den Rüstungen und Dingern. Ich glaube, ich die Zeit ein bisschen verändern, aber ja. Also, T-Rex, kannst du noch was anderes erklären? Ja, also man hat hier so Spawn-Eier, die kann man spawnen am Ende in der PvP-Phase und die töten dann halt Gegner und dich selber. Ja, und außerdem hat man außerdem wie bei Jump League 3 Leben. Also nach 2 Leben muss man das Bett abbauen. Das ist ganz simpel. Also ein paar Jump Cuts mache ich natürlich alle. Ja, bist du eigentlich? Finde ich nie. Ich Ja. bin hier. Oh. Oh. Hätte ich gar nicht gesehen. Du bist unsichtbar, mein Freund. Bin ich gar nicht. Nein. Ich sehe dich nicht. Du hast Unsichtbarkeitstrank, oder? Nein. Sieht aber so aus. Ich bin hier. Hey, ich war direkt vor dir gerade. Lol, Bug des Todes. Ja, ist egal. Das ist aber wichtig bei der PvP-Phase. Vielleicht bringst du ihn ganz kurz mal um, also vielleicht sehe ich dich dann wieder. Also alle leben. Also bei der Schutzphase, wie gesagt, hat man alle Leben noch. Und ja, das Spiel ist eigentlich ganz simpel. Also ja, ihr könnt auch dieses Spielmodi eigentlich auf euren Server bauen. Ist mir eigentlich kein Problem. Halt nur diese Items könnt ihr ein bisschen ändern. Und so. Oder ein bisschen den Namen ändern. Ist auch nicht. Und andere Maps natürlich. Also nicht die identische Map kopieren, wie man sagt. Sonst hätte ich kein Problem, weil das ist eigentlich ganz cool, wenn Leute es auch haben. Da sieht man, ah, der hat er von mir. Hoffe ich mal, das Video kriegt meistens viel nicht auch viel Aufmerksamkeit, weil bei mir habe ich jetzt irgendwie Angst, dass sich alle meine Leute nicht mehr schauen, weil ich so inaktiv war. Ich war nicht inaktiv, bin halt immer so. Mann, ah, da bist du ja, T-Rex. Da bist du ja. Ja. Bist du? Ja. Bin hier. Oh, ich hab die Schuhe da noch an. Ich bin ein Trottel. So, machen wir die Schuhe mal weg. Schön. Schön, hier haben wir einen Diamant. Ja, wir nehmen 4 Minuten haben wir schon. Warum nehme ich eigentlich die Kopfhörer? Ich nehme sie zu. Ich hab Kopfhörer auf, Leute. Und ich könnte noch ein paar Themen ansprechen, zum Beispiel. Der schnappt jetzt an, natürlich alle Sachen. Ja, also, ich habe ein paar Logos für ein paar YouTuber-Projekte gemacht. Zum Beispiel Shiro, vielleicht kennt ihr das irgendwo von irgendwelchen YouTubern. Aber ich habe auf jeden Fall, was ich noch nicht angesagt habe, ist, dass ich das Giant 1-Logo und das Giant 2-Logo eigentlich gemacht habe. Und das Giant 2-Logo habe ich einfach an Beasthold an den letzten Tag gesendet. Weil ich bin halt traditionell einfach mal ein verdammter Logo-Designer. Aber nicht für jeden ein Design machen. Also ich mache das frei. Aber falls ich das Projekt cool finde oder so, mache ich natürlich ein Logo. Könnte ich schon mal zutrauen. Ja, also ihr seht schon, hier da hinten ist auch eine andere Map. Aber die spielen wir erstmal nicht. Wir können etwas andermal spielen. Aber die Runden gehen halt zu lange halt dafür. Deswegen ist es halt ein bisschen problematisch. Ich habe nicht mal eine Rückschusswaffe, doch habe ich. Ich habe eine selten. Selten sind halt die Dinger hier. Die selten sind, logisch. Und ich Oh habe ein mein paar. Gott. Oh, hä? Ich habe es auch aufgesammelt. Ja, ich habe einen Gifttrank. Oh, das ist OP. Das ist OP. Ich habe nur Spawn-Eier. Nur. Hast du auch irgend solche Farbdinger? Zack, zack. Das ist, Leute, kleiner Gag am Rande. Das soll eigentlich Giga darstellen. Also, das ist ein kleiner Gag am Rande, falls du das siehst. Ja. Schöne gut. Hoff mal ein Video, also ist ja nicht schlimm, man muss das ja nicht gucken, aber der Easter Egg, das Easter Egg ist eigentlich ganz cool. Im Beast Qua ist ein Gigakampf, das heißt,
Gigantenkopf. Ja, weil kleine Gags kann man hier ranmachen, also YouTuber-Gags. Also von PS3. Und er hat, Alter, der andere hat auch einen. Das heißt, er hat meinen Kopf als Special-Item. Ihr habt alle so Special-Item, außer ich. Ich ist ja richtig unfair. Es sind noch 4 Minuten. Alter, wie es aussieht, wie der Pie-Skin mit dem Creeper-Kopf vereint. Passt doch einfach. Ja, also, ich wollte nur sagen, es wäre ein Versuch. Ich versuche öfters Videos zu bringen, aber ich kann es bezweifeln. Ich mache halt einfach auf einen Stegi, weißt du ja. Ich will es nicht mit Absicht machen. Halt einfach alles wegen technischen Dingen und so. Und Motivation. Nicht wegen euch, Leute. Es liegt nicht daran, aber Bock. Ihr seid einfach die Tollsten. Ich meine, ihr seid einfach die Besten, die ich erreicht habe. Das Video ist etwas langweilig gemacht, weil es ist schon etwas spät in der Nacht. Wie oft sage ich das schon? Ey, es ist schon spät in der Nacht. Es ist schon spät in der Nacht. Ey. Ja, aber ja, komm. Ich kann mir jetzt eigentlich theoretisch kein Schwert machen, weil ich keinen Stick will. Außerdem kann man eh keine Sticks machen, weil einfach, das ist ein Rückschussspiel. Oh, wir haben nicht mal gesagt, welche Map das ist. Das ist die Map Rom vor allem. Das ist nicht mehr passiert. Sieht halt nicht so aus wie in Rom, aber hast schon eine Ähnlichkeit. Ja, also Artirax könnte schon mehr sprechen als nur ein paar Wörter. Du weißt nicht, was du sprechen soll. Also ein bisschen schade. Wie gesagt, auf die Uhr und ich glaube, es wird ein bisschen weniger sein. Bei ein paar Jumpscuts können es ein bisschen leider machen. Ja, ich habe jetzt endlich mal seit 20 Jahren mein Gold. Ja, seit 8 Minuten 44 Sekunden habe ich erst ein Gold. Alter, was hat der für eine Rüstung? Hilfe, der muss echt hart sein. Also, ich erkläre euch gleich die Pipa-Pipa. Ist auch ganz cool gemacht. Also, man spawnt halt diese Spawn-Eggs. Dazu hat man die Spawn-Eggs. Unterschiedliche Spawn-Eggs, das ist so schön. Aber, wie gesagt, wie immer, gut bearbeitet, unterhaltsam. Da die Game immer so. Ja, man muss eigentlich. Man muss ja nicht immer schneiden. So, also cutten, weil cutten ist gehört nächstens. Manche machen das halt nicht, weil die kann auch andere auf andere Art unterhalten, halt ohne Cuts halt einfach mehr Effekte ein. Das ist natürlich auch. Aber ich weiß auch nicht genau, weil ich, wenn mein Schnitt ist, also. Lässt mich nicht falsch. Und in 11 Sekunden ist die Schutzzeit vorbei. 7, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, ab jetzt so. Geht die Phase los. Er ist voll dir. Lol. Also, wir dürfen nicht Team, Leute, weil es ist ein bisschen scheiße. 2 gegen 1 ist unfair. Deswegen machen wir das einfach. Ich räche mich einfach mal. Ich glaube, es kommt nicht auf die Rüstung an, aber Captain Sparkles oder wie auch immer, Captain Modi wird jetzt einfach mal geflogi. Ich hasse diese Sprüche irgendwie, keine Ahnung, warum ich sie immer mache. Ah! Es ist so cool. Oh, nicht gut geworfen. Oh, sorry, meine Friend. Oh Gott, nein, jetzt wird's chaotisch, würde ich mal sagen. Okay, jetzt wird's doch schlimmer. Ich meine, das sogar mit unfriedlich schöner. Hast du das Bett abgebaut? Weil er kommt nicht mehr runter. Ja, nein! Alter! Er kommt nicht mehr runter. Wie gesagt, ein 60 FPS ist immer da. Oh Gott. Er ist einfach voll dir, Enjoyer. Jetzt mal. Ich hasse es. Das ist halt das Problem. Die. Leute, als ob. John Cena Bell. Alter. Er hat das Gift, OP-Gift. Alter. Oh Gott, das war jetzt unnötig. Nein, Mann, das war so unnötig von mir. Ich hätte außerdem 3 Enderpearls. Oh, hi. Öfters mit Artirax aufnehmen irgendwie jetzt, weil er macht mir irgendwie Spaß. Alter. Ja, die Slimes sind so abfuck. Nein, ich hab einen Zombie-Pigman geschlagen. Ja, ich bring die einfach um. So schön, stirb halt. Jetzt mal ehrlich, schreibt mal in die Kommis, wie ihr diesen Modi findet. Macht der Fun oder ist er chaotisch? Ich glaube, er ist beides. Ja. Nein, nicht töten. Nein. Oh mein Gott. Nein, schade, ich muss mir ein Bett abbauen. Ja gut. Also ja. Ah. Oh, stirb einfach mal, Nate. Ach, ich muss ja mein Bett schon abbauen müssen, ich bin raus. Jetzt kommt das Finale, also. Boah. Du bist schade. Du musst deine eigenen Waffen schlagen, weil ich die Creeper-Army bin. Oh Gott. Nice. Fuck, ich muss kurz gappeln. Weil der hat einen Vorteil mit der Angel. Aber dann geht natürlich der kaputt, wenn er nicht, ne? Alter! Es ist so spannend! Oh Gott!
Oh, oh mein Gott! Alter! Ich hab noch 3 Herzen. Alles klar. Ich hätte noch 3 Herzen. Ich weiß. Na gut, nicht schlecht. Nein! Nein! Ich bin tot. Eindeutig, weil ich brenne. Oh, ich hör auf zu brennen. Alter, was für eine Equipment hatte. Nein! 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 Ja, bringt ihn um! Bringt ihn um, Mann! Nein! Oh mein Gott! Ja! Ease! Nicht Ease, ich würde nicht Ease sagen. Jetzt kommt Finale. Boah, hier gibt's krasse Sachen. Erneparle. Ich sollte nicht Monster spawnen, weil das ist dumm. Weil das sind schon genug da. Nein, nicht hitten, bitte. Tötet mich nicht. 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 Wo ist der andere hin? Der Kollege. Alter. Na, der hat doch ein Leben. Er hatte doch 2 Leben. Ich hab gewonnen. Hab ich gewonnen? Warte. Nein, ich hab nicht gewonnen. Ey, das war jetzt eine Überraschung. Alter. Nein. Dieser Modi ist so episch. Ich muss echt sagen, das ist halt. Er hat Sprungkraft, das ist OP. Alter, was ist das für ein Sprung? Ich hasse Sprungkraft. Alter! Cute! 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 Yeah! Oh mein Gott. Ich muss immer so schreien. Warum schreie ich eigentlich immer so? Oh Gott! Ich hatte eine gute Idee. Was denn? Ich muss genug treffen. Weil er ist auf dem Baum. Das ist ein Nachteil. Alter, nein. 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 Ey, es ist ein Kämpfer auf dem Baum. So viel lächerlich. Ey, es ist so lächerlich. Er muss halt. Ja, ich hab ihn getroffen. Ja, ich hab gewonnen. Nice. Leute. Ja, ich mach ganz gut die Monster aus. Schön. Leute, das war der Modi. Und schreibt den Feedback der Modis an und könnt ein paar Verbesserungsschläge reinschreiben. Ja, das war der erste. Das war die erste Runde von Minecraft Rumble. PvP Rumble. Dankeschön für das GG. Das ist sehr nett von dir. Ja, also das Video geht schon 16 Minuten. Also, ihr könnt gerne bei Artiax vorbeischauen. Ja, vielleicht hat er auch ein Video hochgeladen von Rumble. Und wir sehen uns das nächste Mal und haut rein. Und auf Wiedersehen und ciao.